Alter Schwede, ist das heiß. Aber erstmal hallo zusammen. Heute bin ich unterwegs mit meinem treuen Evoli. Heute geht es zu einer Pokémon-Schnitzeljagd und euch nehme ich mit. Ich treffe mich vor Ort mit meinen Pokémon-Trainer-Kollegen Eli und Yoko. Ich hoffe, wir schaffen es, alle Rätsel zu lösen. Es ist wahnsinnig heiß. Die Luft steht regelrecht. Und Evoli musste auch etwas aus der Tasche rausgucken, um Luft zu schnappen. Bei so einer Hitze kann man wirklich froh sein, dass die Bahnen klimatisiert sind. Das würde sonst keiner aushalten. Von der Ferne aus sieht man schon das Plakat. Mann, bin ich aufgeregt. Ich dachte ja anfangs, es sei ein Escape Room, also drin. Aber die Schnitzeljagd ist im kompletten Park verteilt. Es ist heiß. Sehr heiß und wir werden niemals in den Escape Room kommen, der kein Escape Room ist. Das sieht so schlimm aus. Never, never. An der Kasse hat man sein Heftchen bekommen, das einem helfen sollte, den Weg zu finden. Überall im Park hängen Pokémon und wenn du das Rätsel lösen kannst, fängst du sie. In einem separaten Heftchen kannst du dann die Lösung unter dem Pokémon eintragen. Oh Gott, es ist so heiß. Es ist so heiß. Aber wir haben Handtücher gekriegt vom Baseball. Oh Gott. Na toll, Manko oder irgendwas. Schlechtes Gefilme. Was Schweinisches aufnehmen. Du bist ja. Was kommt jetzt? Okay. Pikachu! Das war sehr schweinisch. Okay, es hat mich auch gefallen. Ach komm. Begeisterung! Yay! Let's go! Oh, eine Pokémon-Mucke! Geht's jetzt? Nein, das will nicht. An dem Tag fand sogar ein Cosplay-Event im Tokyo Dome City statt. Aber boah, das wäre mir viel zu heiß. Leider musste die Eli abbrechen und heimfahren. Es war einfach echt zu heiß. Da waren es nur noch zwei. Ah. Gute Besserung nochmal, ja. So nachträglich. Ja, ja, wir sind jetzt nur noch zu zweit und sitzen endlich, nachdem wir überall Sitzplätze gesucht haben. Und irgendwo was gefunden haben. Ja. Und wir dachten so ein bisschen so Tokio von oben. Ja. Ist gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen ist es kühl. Ja, hier gibt es so Cooling Style und wir sind gerade voll am Arsch. Wir haben ehrlich gesagt auch nicht lange durchgehalten und mussten kapitulieren.
Wir haben uns danach auf den Weg ins Pokémon-Café gemacht. Dort gibt es nämlich seit neuestem ein erweitertes Menü. Kreislauf, weil zu heiß ist. Ja. Oh. Warte, dann nicht draußen. Die neue Dekoration ist so niedlich im Café. Leider ging es mir zum Abend hin immer schlechter und ich konnte das Essen diesmal nicht so genießen, wie ich wollte. Später sollte sich herausstellen, dass ich tatsächlich einen Hitzeschlag hatte. Das wünscht man echt keinem. Hier aber noch ein paar Bilder vom Café. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und bedanke mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. In diesem Sinne also, bis zum nächsten Video. Hoffentlich nicht so heiß. あれ?